Nun kommen wir zu einem Highlight, zu einem Ensemble, das mir sehr am Herzen liegt, das ich schon ein paar Mal live gesehen habe. Sie waren auch schon in Osnabrück, allerdings nicht bei der One-Word-Session, sondern im Lutherhaus, wo sie, ich glaube, zweimal gewesen sind und fantastische interkulturelle Musik dargeboten haben und tolle Prozesse bei den Zuhörern in Gang gesetzt haben. Denn Nils Kercher, der Kopf des Ensembles, ist ein Mensch, ein sehr sanfter, ruhiger, liebevoller Mensch, der eine tolle Art hat, sein Publikum zu beteiligen an der Musik. Er hat es in Osnabrück, Wien, auch in Bielefeld, da war mal ein Radiokonzert, das live übertragen wurde, ganz toll hingekriegt, auf eine ganz ruhige Art das Publikum aktiv werden zu lassen, zum Beispiel klatschen so, unter dem Rhythmus auch und ich weiß nicht, verschiedene Vokale intonieren, dass der eine Teil des Saals oder so etwas gemacht hat und der andere dann irgendwie so etwas. Also ich weiß jetzt nicht mehr noch, was sie gemacht haben. Auf jeden Fall, oder was wir gemacht haben, ich war ja dabei. Und dass also da Stücke unterstützt werden durch den leisen Gesang und die leise rhythmische Begleitung des Publikums. Das hat er auch bei diesem Stück gemacht. Man hört es leider nicht sehr deutlich. Dies ist eine Aufnahme, glaube ich, aus dem Bonner Beethoven-Saal. Er lebt in der Nähe von Bonn, hat aber viel, viel Zeit in Mali verbracht, schon als junger Mensch, hat dort Djembe gelernt, Balafon und die Kora, die afrikanische Harfe, die man ja sehr selten sieht. Und er beherrscht dieses Instrument, ja. Als ich die Musik kennengelernt habe, habe ich nicht gewusst, dass Nils Kercher ein Deutscher ist. Ich dachte, naja, merkwürdig, ein Afrikaner mit so einem Namen. Denn wenn er singt, denkt man auch, oder dachte ich zumindest und auch viele andere, das wird wohl ein Afrikaner sein. Nun gut, also Nils Kercher mit seinem Ensemble überbrückt da Welten. Vor allen Dingen, dass er auch total interessant ist, seine Frau, die auch mitmusiziert, Kira, spielt ebenso Balafon und Harfe, die afrikanische Harfe und andere Percussion-Instrumente und singt und tanzt. Und sie kommt aus Finnland, also aus dem ganz anderen Ende der Kulturkreise sozusagen. Und das ist schon eine weit gespannte Brücke, die aber super gut harmoniert. Mit dabei ist Sue Schlotte, die kennen bestimmt auch einige. Sie hat auch schon mit Willem Schulz zusammen Performances gemacht und in ganz vielen Bereichen aktiv. Sie ist Cellistin. Aber wenn man manchmal sie auf der Bühne sieht und denkt und sucht, wo ist denn wohl das Cello zu hören? Da denkt man, oder ich denke dann, wo sitzt denn der Sitarspieler? Wo ist denn da die Harfe? Oder, also jetzt die europäische Harfe. Sie spielt das Cello auf so eine ungewöhnliche Art und Weise. Sie spielt es natürlich auch klassisch, ist auch Mitglied in einem klassischen Orchester. Aber sie macht eben auch, sie arbeitet sehr experimentell damit. Sie nimmt das wirklich, das Cello als Werkzeug, um Klänge zu erzeugen. Und das macht sie fantastisch. Ja, sie ist übrigens auch Takitina-Lehrerin. Dann haben wir noch Baro Kouyaté, einen Gitarristen, der auch diese kleine afrikanische Gitarre manchmal spielt. Und ein fantastischer, lieber Musiker, der dort, ja, ständiges Mitglied, zumindest sehr, sehr oft dabei ist. Er kommt auch aus Mali. Dann haben wir noch Sylvia Laubé. Die kommt aus Martinique, glaube ich. Und sie, ja, sie singt, sie tanzt und macht auch Percussion, auch eine tolle Musikerin. Ja, was soll ich sagen? Ihr hört jetzt dieses Stück Nan Folé von dem Nils Kercher Ensemble von einem großen Live-Konzert in der Bonner Beethovenhalle.